Hallo, ich fahre für ein paar Tage nach Hause zu meiner Mutter. Das heißt, ich werde circa 5 Stunden unterwegs sein mit Bus und Bahn. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal, was ich generell mitnehme auf solchen Kurzreisen. Ich habe mir nämlich angewöhnt, nur noch meinen kleinen Rucksack mitzunehmen. Es ist nämlich so viel angenehmer, nur die Tasche dabei zu haben, die man auch vor Ort benutzt. Mag für einige selbstverständlich sein. Ich war aber früher eher so, dass ich einen Rollkoffer mitgenommen habe. Auch wenn ich nur nach Hause gefahren bin. Nicht, weil ich zu viel Kleidung mitgenommen habe, obwohl ich habe schon für jeden Tag ein anderes Outfit zusammengestellt, aber vor allem, weil ich ständig irgendwelche Bücher und anderes Zeug hin und her transportiert habe, was total sinnlos war. Ja, jetzt nehme ich aber immer nur das Nötigste mit und ich zeige euch die Sachen gleich noch im Detail. Was diesmal ein bisschen anders ist, ist, dass ich keine Hose mitnehmen werde. Also ich werde nur die Hose dabei haben, die ich auf der Reise trage. Ja, und zwar werde ich für 4 Tage zu Hause sein und am 5. Tag fahre ich wieder zurück. Und aus Erfahrung kann ich sagen, dass ich zu Hause die meiste Zeit im Schlafanzug herumlaufe. Und wenn ich dann doch mal rausgehe, dann reicht auch die eine Hose. Ja, wie seid ihr da so? Nehmt ihr auch eine möglichst kleine Tasche mit oder eher den Rollkoffer? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, viel Spaß mit meiner Standardreiseausrüstung und bis bald. Tschüss!